Ja, hallo liebe Leute, zur 26. Folge Victoria 3 und der armen Verbannung von Wilkinson Compton aus den USA. Naja, ist euch übrigens aufgefallen, die USA ist zurück. Nach diversen Aufständen ist das Erzherzogtum verschwunden. Was auch immer da los war. Und Amerika hat sich Alaska geholt, das habe ich auch nie mitgekriegt. Das war wahrscheinlich das Event, weil Russland verschuldet war. Ja, Russland ist immer noch verschuldet. 19,6 Millionen. Aua. Aua. Na gut. Kanada. Ja, das ist... Huch. Da sieht's alles ganz standesgemäß aus. Auch hier unten wird's noch einiges zu holen geben, wenn wir mehr Öl brauchen. Peru, Bolivien und Venezuela. Genau, aber erst möchte ich jetzt auf zwei Dinge eingehen. Ich bin gefragt worden, warum ich keine Automobile mache. Warum ich die ignoriere. Hintergrund ist folgender. Wenn wir mal in unseren Markt gucken, auf die Marktpreise, dann sehen wir, Automobile sind mit Abstand das teuerste. Da fehlen uns 4000 Automobile. Und wer braucht diese Automobile? Nur Pops. Da ist noch kein Militär drin, das das ja auch brauchen könnte. Das sind nur Pops und ein paar für Sklaven. Warum ein Sklave ein Auto kriegt? Ja gut, das... werden wir jetzt nicht weiter erörtern. Aber das ist, sind nur die Pops, die hier 4.500 Autos brauchen eigentlich. Und es fehlen auf dem Markt 4.000. So, das Problem ist jetzt, Autos kommen aus den Motorenwerken. Wenn ich jetzt hier in Frankfurt mal gucke und nehme hier mal mein 60er Motorenwerk. Also ihr habt ja letztes Mal gesehen, wir haben ja Strom gebaut ohne Ende, um hier mehr Motoren rauszudrücken, weil Motoren auch fürchterlich teuer waren. Motoren stehen jetzt immer noch auf plus 5%, da fehlen immer noch fast 1000 Motoren. Wenn ich jetzt hier hingehe und das 60er Motorenwerk umstellen würde auf Automobilproduktion, dann produziert das 1500 Automobile. Das ist noch nicht mal die Hälfte von dem, was wir brauchen. Ja, noch nicht mal die Hälfte. Und dafür gehen uns jede Menge Motoren verloren. Und wir haben eh schon 1000 Motoren zu wenig, dann haben wir 2200 Motoren wenig und haben eigentlich nichts davon. Unsere Fabriken werden unproduktiver, weil Motoren an allen Ecken und Enden gebraucht werden, vor allem zum Pops sparen. Das heißt, die ganzen Fabriken werden unproduktiver und wir produzieren einen Haufen Autos, mit denen dann unsere Pops in der Landschaft rumfahren. Und für unser Militär haben wir immer noch nichts, ne? Das ist irgendwie finde ich, lohnt sich das nicht, solange wir im britischen Markt sind. Sobald wir den Markt verlassen, dann schwimmen wir in Motoren. Dann schwimmen wir absolut in Motoren, dann können wir problemlos umstellen auf Autos und dann haben wir auch nicht mehr so viele Pops, weil wir würden jetzt die ganze Insel hier mit versorgen, den ganzen Briten und all seine Kolonien müssten wir jetzt mit versorgen mit Autos. Also wir müssten noch mindestens, wenn wir das jetzt schon machen wollten, noch mindestens 100 Motorenfabriken bauen. Und das macht für mich keinen Sinn, weil wir den Markt eh verlassen wollen, nach dem Krieg gegen den Preußen. Ja, und deswegen spare ich mir das noch. Der Hinweis war noch, es kommen ja jetzt Panzer und das wäre ja dann die einzige Möglichkeit, gegen Grabeninfanterie noch in die Offensive zu gehen. Das ist durchaus richtig, aber für Panzer brauche ich keine Autos. Das ist, hier unten kommen die Panzer. Die werden in der Rüstungsfabrik, also mit den Militärflugzeugen kommt die Rüstungsfabrik und die Rüstungsfabrik produziert Flugzeuge und Panzerfahrzeuge. Und da sieht man, die brauchen Öl, Tuch, Motoren und Hartholz und auch die Panzer, schaltet die Panzerproduktion frei. Die brauchen auch Öl, Motoren und Stahl. Wir brauchen hier keine Autos. Also wir brauchen für die Panzer keine Automobile. Die Automobile sind wirklich nur für die Pops. Und für manche Produktionseinstellungen bei unseren Firmen. Und wir können das Militär anders mobilisieren durch Autos. Wir können hier eine Autoaufklärung machen. Aber da wollen wir eh Flugzeuge. Wir kommen jetzt eh zeitnah zu den Flugzeugen. Dann machen wir das eh mit Flugzeugen. Das ist besser. Dann brauchen wir die Autos hier auch nicht. Deswegen spare ich mir das noch aktuell. Sobald wir den Markt verlassen haben, können wir da aber durchaus mal drüber reden. Genau. So viel dazu, hatte ich gesagt, gehe ich kurz drauf ein. Ich hoffe, es ist verständlich, was der Gedankengang dahinter ist. Also ich ignoriere es tatsächlich bewusst aktuell, aber nicht für immer. So, und heute wollen wir den Preußen angehen. Unsere Beziehungen zu Großbritannien sind ja wunderbar, plus 53. Die würden wir gerne mit reinholen, wenn irgend möglich. Und müssen dann mal gucken. Also wir haben
jetzt lass mich lügen, ich weiß es nicht auswendig, wie viele Schlachtzugszüge wir haben, wenn der Krieg losgegangen ist. Wir brauchen auf jeden Fall 20, um den Briten reinzuholen. Das heißt, wir können dann nicht mehr so viele Gebiete reinnehmen. Das heißt, ich starte immer ganz gern mit Hohenzollern. Das mache ich diesmal aber nicht, weil das sowieso saubillig ist. Das heißt, ich starte direkt mit Preußisch-Anhalt. Dann müssen wir nämlich für das keine Schlachtzugszüge ausgeben. Und dann gucken wir mal, wie sich das so ergibt, wer alles reingeht und wer nicht. Der Franzose hat ja nach wie vor hier seinen Verteidigungspakt mit den Preußen. Das heißt, der wird auf jeden Fall kommen. Ja, gucken wir mal, was sonst noch passiert. Meistens kommt ja auch noch dieser verfluchte Brasilianer, weil mit dem hat er auch noch einen Verteidigungspakt. Das heißt, der Brasilianer kommt mit ziemlicher Sicherheit auch noch. Wobei mir der, ja gut, er hat auch immerhin 130 Bataillone. Also das wird ein teurer Krieg. Wir werden alles mobilisieren müssen. Aber wenn nicht jetzt, dann nie mehr. Ne? Also wir sind 1909, wir müssen jetzt irgendwann den Preußen angreifen. Das hilft alles nichts. Deswegen gehe ich hier, also ich möchte haben, Preußisch-Anhalt, die Ruhr, den Nordrhein und Hohenzollern. Das sind meine Ziele. Ich hoffe, das geht mit den Schlachtzugszügen auf. Müssen wir mal gucken. Ich gehe jetzt hier rein. Start erobern. Los geht's. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Der Hohenzoller ist gleich mit drin. Naja, das ist alles so gut, wie es ist. Das heißt, wir schicken mal meine Zehnertruppe hier runter. Und dann machen wir die gleiche Taktik wie immer. Der Franzose, der Brasilianer kommt rein. Wir werden alle Fronten so lange weg verteidigen, bis die beiden wieder rausfliegen. Und dann überrennen wir den Preußen. Das interessiert uns nicht hier, was hier französisch-kongolesisch macht. Wir können nicht den Briten beeinflussen, das überrascht mich jetzt. Wir können den Portugiesen beeinflussen, das ist jetzt etwas unangenehm. Ich dachte, wir können den Briten reinholen. Müssen wir das jetzt alleine machen? Das sieht so aus, ne? Okay, die Front ist die gefährlichste, da kommt der Franzose. Die ist, glaube ich, nicht ganz so gefährlich. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das machen. Ich schicke mal die 60 hier rüber. Den Angriffstrupp schicke ich auch noch darüber. Wir müssen gucken, dass die überall auf Verteidigen stehen. So. Und die anderen drei Bataillone schicke ich hier an die Westfront. Bitte alle verteidigen. Erstmal. Wir gucken dann, was passiert. Wir gucken erstmal, wer alles reingeht, bevor wir sämtliche Wehrpflichtige mobilisieren. Sonst wird das ein bisschen... Die einzigen, die auf Offensive stehen können, ist er hier unten, weil Hohenzollern können wir recht zügig einnehmen. So, die Bauschlange ist voll bis zum Rand, plus 99, das ist okay. Da kommen die letzten Kraftwerke in Sind, da können wir dann sowieso mal gucken. Halt. Belgien schlägt uns ein Bündnis vor. Was haben die denn an Truppen hier, die Belgier? 5 Bataillone, ja komm. Ich dachte, die könnten jetzt helfen, aber das ist nix, ne? Die Kraftwerke in Sind, da müssten wir jetzt was tun. Sekunde mal. Ja, weil die werden wir, subventionieren wir volles Rohr mit 30.000. Wir können hier jetzt die Motorenwerke wahrscheinlich auch umstellen auf Elektro. Und können dann hier unten die Subvention rausnehmen. So, dann läuft das nämlich auch mal für sich alleine. Jo. Und dann gucken wir jetzt erstmal, wer hier alles reingeht und wer nicht. So, geht los. Frankreich stellt sich auf die Seite Preußens, das war klar. Das heißt, das ist jetzt der Moment, da werden wir alles mobilisieren müssen. Und zwar in allen Truppen. So, das heißt, wir kommen überall auf ungefähr 120 Bataillone. Das heißt, wir sollten hier auch gucken, okay, er ist schon bei 120, nicht, dass uns da irgendwann was fehlt. Hier sind es nur 60, da können wir auf jeden Fall mal einen brauchen. So, jetzt sind wir auf 90, Brasilien geht rein, das war auch erwartbar. So, jetzt sind wir auch hier auf 120. Wir müssen hier immer noch einen befördern, huch, damit wir auf die 120 kommen, dass uns nicht wieder die Organisation verloren geht. So, ich glaube in der Truppe hier auch, ne? Oh, da fehlt sogar insgesamt noch einer. Oh, ein Vermesser ist perfekt. Den Vermesser werde ich auch befördern. So, dann haben wir hier auch 120. So, perfekt. Gut.
So, der Preuße ist drin. Der, was? Der, habe ich jetzt den Russen verpasst? Moment. Russland ist auch drin. Oh wei, oh wei, okay. Aber das heißt, wir können jetzt wieder den Briten reinholen, weil der den Russen hasst. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Mit Kriegsziel beeinflussen, Demütigung, Sklavermarktöffnung. Wir nehmen Demütigung. Oh, aber gegen den Brasilianer ist noch besser. Der ist leichter als der Russe, dann fliegt der Russe irgendwann raus. Dann biete ich ihm eine Demütigung des Brasilianers an, dann kommt der Brite auf unserer Seite rein. So, und jetzt lassen wir das Diplo-Spiel mal ein bisschen laufen. Die restlichen Kriegsziele mache ich dann wieder kurz vor Ende rein. Denke, das passt. Hier sind wir schon im Minus. Ja, der Franzose bringt alles. 138, 112, 43. Der bringt volles Rohr, alles, was er hat. Wir sind im Krieg. Steuer-Max-Stufe. Regierungshelder ganz runter. Militär ganz hoch. Dann sieht das noch halbwegs überschaubar aus. Das wird aber immer schlimmer. Je mehr Einberufene jetzt reinkommen, desto schlimmer wird's. Also, wir werden definitiv ins Minus gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil der Krieg wird eine ganze Weile dauern. Aber, gut. Hier sind wir plus 37. Ich setze mal hier ein strategisches Ziel nach Preußisch-Anhalt und hier drüben eins in die Ruhr. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Dann heißt es jetzt eigentlich nur warten. Ich werde, wenn der Russe mitmacht, meine Schiffe hier in den Seeknoten stellen und Konvois abschießen. Das dürfte dem Russen einige Probleme bereiten. So. Weil der wird hier irgendwo ankommen, der Russe. Und das ist quasi der passende Seeknoten dazu. Dann werden wir zumindest dem Russen die Versorgung wegschießen. So, der Brite hat hier schon mal 80 gebracht. Das ist gut. Hier drüben hat er 122 gebracht. Das sieht schon mal sehr gut aus. Da haben wir schon die Blockade getroffen. Das ist weniger gut. Ja, Bürokratie können wir uns leisten. Machen wir. So, jetzt fange ich doch hier schon mal an. Ich kann noch jemanden, ich will aber niemanden mehr beeinflussen. Wir brauchen die 55 Schachzüge. Wir müssen jetzt einmal durchrechnen. Der Nordrhein kostet uns 19. Die Ruhr kostet uns 19. Das sind 38. Das sind 38. Und Klientelland und Staatsrückgabe Hohenzollern kostet uns 2, sind 40. Wir haben noch 55. Dann können wir noch Kriegsreparationen reinpacken von Preußen. Das ist auch nicht verkehrt. Okay, das machen wir. Also, Staatsrückgabe, Hohenzollern, Staat erobern, Nordrhein, Staat erobern, die Ruhr, Kriegsreparation. Oh, passt nicht mehr. Habe ich mich so verrechnet schon wieder? Wieso nur noch 6? Wir hatten 55. 19 und 19. Sind noch 38. Und Hohenzollern hat 1,8 gekostet, sind 40. Da müssten doch noch 15 übrig sein. Verstehe ich nicht. Habe ich jetzt nicht aufgepasst? Habe ich jetzt nicht aufgepasst, woran das lag? Aber gut, wir haben alles drin. Wir müssen mit den Briten schnell wieder Beziehungen verbessern. Der mag uns nämlich gar nicht jetzt. Wir sind jetzt wahrscheinlich auch übelst verschrien. Ja, plus 59, gar nicht gut. Das heißt, wir machen beim Spanier mal dies raus. Einfach, dass der Einfluss voll ist, dass wir die volle 25% Verrufenheitsverfall kriegen. Und dann gucken wir jetzt mal, ob das so passt, ne? Frankreich erklärt Rivalität. Ja, die haben jetzt gar keinen Bock mehr auf uns. So, hier passt irgendwas nicht. 15, ach so, weil, ja, ja. Wenn die Einberufenen 21 hier noch kommen, dann passt es wieder. Wir stehen überall auf Defensive, das ist das Wichtige. Habe ich hier nur, ach nee, da oben sind noch ein 87er Defensive. Defensive, Defensive, sehr gut, weil der Brite steht ja wahrscheinlich schon auf der Offensive, ja, mit allen Generälen. Der geht rein, mit dem Gesicht voraus. Und der Franzose wahrscheinlich auch, alles auf Offensive. Oh, 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 Front ist plus minus null. 335.000 Truppen auf unserer Seite, 451.000 Truppen auf der anderen Seite, aber wir haben 63 durchschnittliche Offensive, Defensive, er nur 47. Das heißt, wir werden ihn einfach knallhart wegverteidigen. Wir werden schnell Hohenzollern besetzen hier unten. Das kriegen wir ja hin. Und dann geht's hier rein. Es kann keiner mehr beitreten. Die Sache läuft jetzt, ne? Minus 94.000, das ist noch im Rahmen. Das wird aber jetzt im Krieg viel schlimmer werden.
Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier reinkommen. Irgendwie. Wir stehen an allen Fronten leicht im Plus. Es geht los. Die ersten Fronten sind schon offen. Junge, was? 103 gegen 254. Da erstmal den Franzosen wegschießen. Hier verteidigt der Brite. Da ist es schon ein bisschen knapper. Hier unten gibt es eine Verteidigung. Das gewinnt auch der Brite. Das sieht erstmal soweit gut aus. Hier kommt ein Angriff. Eine Defensive des Franzosen. Das ist nicht so schlimm. Hier kommt eine Defensive des Russen. Das ist auch nicht so schlimm. Die stehen alle auf Defensive hier. Nee. Der Preuße eigentlich auch auf der Offensive. Aber noch sehe ich keinen Offensiven. Okay. Aber das passt. Hier gewinnen wir in Hohenzollern. Das ist wichtig. Dann ist das Ding nämlich schon besetzt. Jetzt stelle ich ihn auch auf Verteidigen. Und dann kommt er noch mit an die französische Front. Jawohl. 10 Truppen sind 10 Truppen. Hier ist ein kleinerer Kampf. Da verteidigen wir auch den Franzosen weg. Sehr gut. Hier gewinnt auch der Brite. Der Brite tut sich ein bisschen schwer hier gegen den Franzosen. Ja. Aber gut. Die dürfen auch mal einen Kampf gewinnen. So, die Art, wie General Theodor Waldschmidt im Krieg Waldeck gegen Preußen spezielle MG-Trupps zum Einsatz bringt, hat auf dem Schlachtfeld sehr vorteilhafte Ergebnisse eingefahren. Ganze Züge feindlicher Truppen fielen, bevor sie unsere Linien auch nur erreicht hatten. Theodor Waldschmidt erhält Maschinengewehr-Experte für 2 Jahre. What the fuck? 20% Defensive oder er kriegt dauerhaft standhafter Verteidiger, das sind 10%. Ne, wir nehmen jetzt für den Krieg die 20% mit, aber sowas von. Aber sowas von. Gut. Das ist... Okay, hier... Okay, hier verteidigen wir den Preußen weg. Hier verliert der Brite die Defensive. Auf der Seite sieht es ein bisschen unangenehm aus. Ja, wobei wir das doch eigentlich gewinnen müssten, oder? Wir haben zwar 2000 Truppen weniger, aber deutlich höhere Werte. Das müssten wir eigentlich... Ja, das dreht sich vielleicht noch. So, der Brite tut sich hier schwer, aber den ein oder anderen Kampf darf man auch schon mal verlieren. Sofern wir den nächsten wieder gewinnen, passt das ja. Hier ist der Brite in der Offensive, da passiert aber auch nicht so viel. So, hier 11 gegen 11. Ja, ich glaube, wir drehen... Naja, obwohl... Sieht nicht so gut aus, ne? Naja. Hier gewinnt der Brite die Defensive. Das ist alles gut soweit. Da mache ich mir jetzt erstmal wenig Sorgen. Mehr passiert hier gerade aktuell nicht. Also hier haben wir einen Angriff verloren. Das ist aber nicht so schlimm. Da haben sie jetzt ein bisschen was besetzt. Mit dem nächsten, den wir verteidigen, nehmen wir es ihnen wieder weg. Das ist schon okay. Wir stehen schon auf plus 17 an der französischen Front. Das heißt, die haben schon ordentlich Truppen hier reingeballert. Ja, sie stehen auch schon auf der Defensive. Ich hatte jetzt gehofft, dass der Franzose ein bisschen offensiver zu Werke geht. Gesetz erreicht Entwurf. Wir haben die 15% getroffen. Auch nicht schlecht. So. Ja, gut. Jetzt passiert an den Fronten erstmal gar nichts mehr, weil sich die auch nur noch aufs Verteidigen konzentrieren. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Okay, dann muss ich vielleicht auch in die Offensive. Da ist ein Direktor. Auf geht's. Dann gehen wir halt hier drüben mal in Anhalt ein bisschen in die Offensive. Gucken mal. Ich hätte jetzt gedacht, der Franzose greift ein bisschen länger an, ein bisschen mehr an, aber er hat recht zügig aufgegeben. Huch, was ist denn da hinten? Ja, der Brite ist auch überall am Angreifen. Oh ja, der Franzose macht weiter. Hier wird er weggeschossen. Hier wird er vermutlich auch... Ja, ich habe viel mehr Truppen und die besseren Werte. Die waldeckische Verteidigung hält. Ich sag's euch, hier ist... aber hier unten nicht. Hier unten nicht. Lange Front. Und es passt nicht an allen Ecken, aber gut. Wenn wir die... Wie kann er das denn gewinnen? Das kann aber nicht sein. Ich wollte gerade sagen, das passt ja von den Werten überhaupt nicht. Er hat weniger Truppen und die schlechteren Werte. Das kann nicht sein. So, hier haben wir ihn weggeschossen. Der andere Kampf ist schon weg. Ja. Passt. Passt soweit. Hier drüben sind wir schon 25%ig im Vorteil. Wir haben schon mehr Truppen hier. Da können wir vielleicht mal die... Österreich stellt sich auf die Seite Frankreichs. Moment, halt, langsam. Oh, der Franzose hat Probleme im Senegal. Das ist, kommt uns vielleicht gelegen. Gucken wir mal. So, mechanischer Ackerbau freigeschaltet. Den brauchen wir jetzt nicht zwingend.
Ja, gut. Hier kriegen wir ihn wegverteidigt. Das sieht auch ganz gut aus. Hier drin versucht der Brite eine Offensive. Das klappt nicht. Hier probiert der Brite. Oh, hier könnte es eng werden. Hier, oh. Hin und her und hin und her. Was passiert hier? Okay, das ist sauknapp. Er hat minimal mehr Truppen, aber auch minimal die schlechteren Werte. Das müssen wir beobachten. Das könnte der erste Kampf, die erste Offensive sein, die wir gewinnen. Hier verliert er die Offensive. Aber es sieht ja eigentlich erstmal ganz gut aus. Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Hier hinten, hier hinten gewinnen wir eine Offensive. Guck mal! General Alfred von Sachsen-Weimar-Eisenach gewinnt hier hinten in Pommern eine Offensive. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich mache noch mal langsam, weil ich gerade sehe, dass wir in Pommern gewinnen. Es gab eine Idee in den Kommentaren unter dem letzten Video. Ich möge den Preußen doch den Wasserzugang abschneiden. Aber ganz ehrlich, das wäre jetzt aktuell gar nicht möglich gewesen, weil da hätten wir Pommern nehmen müssen, da hätten wir Westpreußen nehmen müssen, da hätten wir Ostpreußen nehmen müssen, da hätten wir uns irgendwie hier durchkämpfen müssen. Und außerdem hat er ja mit dem Stück hier drüben direkt Zugang zum französischen Markt. Ich glaube nicht, dass wir den da hätten abschneiden können. Ich glaube, den müssen wir wirklich häppchenweise alles wegnehmen. Und wir machen mittlerweile minus 400.000. Das war das, was ich erwartet hatte. So, hier geht es jetzt doch den Bach runter. Schade drum. Wir gewinnen, wir haben jetzt leider hier hinten gewonnen, wo es uns nichts bringt. Wir müssen hier Preußisch-Anhalt übernehmen. Das ist wichtig. Da hinten haben wir jetzt tatsächlich was besetzt in Pommern. Und da greifen wir schon wieder an und schießen den Russen weg. Naja, die Offensive von uns läuft, aber in dem falschen Gebiet. Das ist schlecht. Was ist hier? Dosenfutter? Ich kann nicht noch mehr Regierungsausgaben haben jetzt. Das geht nicht. So, Offensive geht den Bach runter. Hier auch. Das ist aber alles nicht schlimm. So, wie sieht's denn aus mit der Kriegsmüdigkeit? So, ich pack mal hier erstmal meine Sachen rein. Das ist mir am wichtigsten. Dann gucken wir mal. So, das geht überall zurück. Nicht verhandlungsfähig ist der Franzose. Der ist schon auf 50 runter. Das ist gut. Das ist gut. So, oh, war das knapp. War das knapp? Fast. Beinahe. Wir gewinnen hier hinten deutlich gegen den Russen. Wir besetzen hier hinten Pommern. Es bringt uns nur nichts, ne? Da ist die Dampfturbine. Das ist mega gut. Aber ich fange jetzt nicht an, irgendwas umzustellen in der Industrie. Das machen wir später. Hier scheint der Brite mal durchzukommen. Und hier ist es wieder saueng. Ne, hier ist es nicht eng. Das verliert er deutlich. Okay. So, und hier drüben passiert jetzt auch nicht viel. Das ist ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass der Franzose ein bisschen mehr in die Offensive geht, dass er schneller rausfliegt. Tut er aber nicht. Vielleicht müsste ich. Wo ist denn der eine Typi mit dem Bart? Hier. Der ist doch. Ne, das ist auch der. Doch, der ist erfahrener. Preußisch Südafrika ist zahlungsunfähig. Wer ist denn Preußisch Südafrika? Oh, hier. Der Franzose versucht es wieder. An allen Ecken. Hier versucht es der Brasilianer. Das ist gut. Je öfter die Ange je mehr Verluste die haben. Guckt euch die Toten an, verglichen mit uns. Je mehr Verluste die haben, desto schneller fliegen sie raus. Das hingegen ist nicht schön. Unser Arbeitsschutz hat jetzt noch 1% Chance. Das wird wohl nix. So, hier schießen wir den Franzosen raus, aber volles Rohr. Je mehr Verluste er hat, desto schneller fliegt er raus. Und hier unten schießen wir den Russen raus. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. So, hier verliert der Brite, hier oben gewinnt er. Also wir haben jetzt tatsächlich bald Pommern besetzt. Naja gut, wenn wir hier immer verlieren, besetzen wir Pommern nicht. Aber es ist ein zäher Kampf. Wir stehen mittlerweile auf plus 40 hier. Also ich denke, da wird es jetzt dann schon an der Zeit, dass wir ein paar mehr auf die Offensive stellen. Das ist hier mal, dass wir zügig Preußisch-Anhalt besetzen. Dann können wir nämlich wieder in die Defensive gehen. Hohenzollern ist nach wie vor besetzt. Jawohl. Minus 750.000 mittlerweile. Das ist Wahnsinn. Wir werden sowas von ins Minus rutschen. Oh. Oh. Hier, Waldeck. Also wir gewinnen unsere Offensive. Naja, gut, die gewinnen wir auch nicht. Dass der. Ja gut, wenn das Eingraben verschwindet. Ich meine, er hat 20% Armeedefensive plus aktuell. Wenn das verschwindet, ist er unter 51, garantiert. Und wir haben knapp mehr Truppen. Ja, jetzt ist es weg. Er ist nur noch auf.
49. Jetzt haben wir mehr Truppen und den besseren Wert. Dann müssten wir es eigentlich gewinnen. Und hier oben gewinnt unser anderer Trupp auch gegen den Preußen. Das sieht sehr gut aus. Also unsere Armee im Angriff, das sieht immer ziemlich gut aus. Der Brite tut sich hingegen ein bisschen schwer. Wobei der Franzose auch deutlich stärker ist. Habe ich meinen Offensivplaner hier jetzt umgestellt? Nein, den stelle ich jetzt auch mal auf Offensive. Wir stehen hier nämlich auch schon auf plus 19. Das könnte was werden. Es ist aber immer noch sauknapp hier, oder? Schlamm ist halt Katastrophe. Minus 20% Offensive. Aber wir haben ihm genug weggeschossen. Wir haben über doppelt so viele Truppen. Das müsste jetzt reichen. Und hier oben... Ja, der Brite... der verliert da wahrscheinlich auch. Ja, das wird noch ein bisschen ein zäher Kampf, ne? Wir schaffen das wahrscheinlich erst, wenn die... Oh, wenn die rausfliegen. Okay, hier haben wir natürlich jetzt richtig Pech. Der beste Modifier gegen den schlechtesten. Das ist halt natürlich ungünstig gelaufen. Andernfalls wären wir deutlich besser. 79 Offensive, guckt es euch an. Aber jetzt ist es zu spät, ne? Jetzt haben wir schon zu wenig Leute. Obwohl, es dreht sich tatsächlich nochmal. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber wir schreddern ihm die Leute richtig weg. Der Franzose hat... Oh Junge. Das ist die Belagerungsartillerie, ne? Wahnsinn. Wir haben 10.000 weniger Männer bereits ausgeglichen. Er hat jetzt weniger als wir. Wenn wir jetzt nicht schlecht rollen, gewinnen wir das noch. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Hier gewinnt der Brite. Nee, gewinnt er nicht. Das ist auch falsch. Ja, das geht jetzt in die andere Richtung. Hier verliert er auch. Hier gibt er wieder ab. Ja, das ist ein bisschen schade tatsächlich. So, 120, 120. Das passt überall noch von der Organisation. Hier passt es nicht mehr. Da muss ich nochmal einen befördern. Naja, 95% ist schon okay. Hier passt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Nochmal einen befördern. Überall, wo wir über 120 kommen, müssen wir nochmal einen befördern. So, hier haben wir tatsächlich gewonnen gegen den Preußen. Minus 1 Million mittlerweile. Es ist der Wahnsinn. Wir müssen jetzt allmählich gucken, wie können sich die anderen das leisten? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Mal gucken. Oh! Pause. Frankreich raus, Russland raus. Da ist es. Beide raus. Der Preuße hat auch noch einen polnischen Aufstand. Was? Oh nein! Der Preuße hat jetzt auch gleichzeitig noch einen polnischen Aufstand gekriegt. Das ist natürlich unangenehm. So, und jetzt müssen wir das Ding schnell zu Ende bringen. Und zwar richtig schnell. Jetzt sind wir überall, also jetzt müssen wir überall volles Rohr in die Offensive mit allem, was wir haben. Huch. Dass das richtig zügig zu Ende geht. Wir haben nämlich kein Geld mehr. Wir haben alles hier reingesteckt. So, alles offensiv bitte. Wir stehen überall auf Gewinn. Haus hoch. Das muss jetzt durchgehen. Wir brauchen viele, möglichst viele gleichzeitige Fronten überall, dass der Krieg schnell endet. Wobei ich gerade sage, wenn wir hier auf plus 80 stehen... So, Preußen ist zahlungsunfähig, das ist auch gut. Ich glaube, ich werde hier eine Truppe demobilisieren. Wir stehen trotzdem noch auf plus 70. Das spart uns immerhin schon mal 300.000. So, warum wird jetzt hier hinten angegriffen? Das verstehe ich nicht so ganz, ehrlich gesagt, weil... Okay, hier auch. Okay, wir gewinnen überall. Das ist gut. Hier auch. Hier auch. Jawohl, drauf da. Und hier gewinnt der Brite. Ja, das sieht jetzt sehr gut aus. Wann fliegt denn der Brite raus eigentlich? Nee, der Brite hat ja ein Ziel mit Brasilien demütigen. Deswegen fliegt der wahrscheinlich gar nicht raus. Der steht auf plus 1. Das könnte sein, dass der auch gleich keinen Bock mehr hat. Ich hoffe, er unterstützt uns noch ein kleines... da hinten. Ja, das reicht. Okay, wir gewinnen hier überall. 13% besetzt. Jetzt muss das einfach nur noch durchgehen. Das ist alles. Plus 86, plus 89. Den kleinen Zehner hier, den demobilisiere ich auch mal. Weg mit dir. So, U-Boote freigeschaltet. Das ist uninteressant. So, hier haben wir wieder eine Blockade getroffen. Gibt aber nur Erlassungszeit obendrauf. Das ist noch okay. Ja, das mit dem Arbeitsschutz wird nichts mehr. So, ist das Ding hier besetzt zu 27%. So, hier, ja, das geht jetzt richtig schnell. Okay, jetzt kriege ich eine Revolution. Die wollen die Ordnungsausschüsse bewahren. Das ist natürlich ungünstig, aber
Gut. So, das Ding müsste jetzt gleich 53% besetzt. Das sieht gut aus. Hier hinten ist 50% besetzt. Ja komm, das kriegen wir doch jetzt durch. Oh, Hohenzollern ist übrigens mit rausgeflogen, sehe ich gerade. Das gehört uns schon. Hohenzollern, okay, Württemberg ist schon vereint. Okay, ich kann jetzt im Krieg hier nichts wegschmeißen, ne? Ach nee, wegen der Revolution. Stimmt, das Thema hatten wir schon mal. Wegen der Revolution kann ich nichts abreißen. Okay, macht nichts. So, wie sieht's hier aus? Ja, jetzt müssen wir halt nur schnell gewinnen, bitte. Ich habe nämlich kein Geld mehr. Überhaupt keins mehr. So, das Ding ist jetzt zu... Okay, das ist voll besetzt. Sehr gut, dann mache ich das strategische Ziel hier raus. Mache es in den Nordrhein. Also in den Nordrhein. Nicht in den Nordrhein, sondern in den Nordrhein. So, hier gewinnen wir. Ja gut, wir gewinnen jetzt an allen Fronten. Ich würde auch hier drüben den 114er demobilisieren. Weg mit dir. Das spart uns auch nochmal Geld. So, Preußen-Anhalt, Preußisch-Anhalt ist besetzt. Das heißt, Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Wir müssen jetzt nicht mehr Leute hier reinschreddern. Das ist nicht nötig. Das haben wir besetzt, das haben wir besetzt. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Nordrhein. Ja, da haben wir halt noch gar nichts. Das muss jetzt ein bisschen zügig gehen, wenn möglich. Das Rheinland ist jetzt gleich zu 100% besetzt. Das bringt uns aber gar nichts. Das haben wir nämlich nicht drin. Preußen ist zahlungsunfähig. So. Nein, 2 gegen 13. Wir gewinnen trotzdem. So, Brasilien demütigen ist raus. Warum auch immer. So, jetzt haben wir nur noch die drei Ziele. Der Brite ist auf minus 23. Der wird jetzt dann bald auch rausfliegen. Aber das macht nichts. Wir schaffen den Rest hier alleine. Denke ich. Da mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Unser Geld nach minus eine halbe Million. Ja, das können wir jetzt aussitzen, denke ich. Die Truppen verziehen sich alle hier. Warum auch immer. So, das. Ja, das ist aber sauknapp, ne? So, jetzt kommt eine Wahl. Das ist auch unangenehm. Oh Gott, wir kriegen keine gescheite Regierung mehr hin. Wir müssten die wirklich die Monarchie abschaffen. Das schaffen wir nicht hier, ne? Na, 800 zu 1200? Bei den Wertunterschieden könnte das noch reichen. Aber der geht gar nicht richtig runter, ne? Oh Gott, jetzt bringt er die Leute wieder zurück. Ja, das reicht, oder? Das reicht. Das reicht, das reicht, das reicht. Ja, wir sind vorbeigezogen. Gut, Reichtum des Volkes. Was wollen die denn jetzt hier hinten? Na toll, mehr Regierungsausgaben, wunderbar. 1 gegen 1, aber es reicht. Okay, wir gewinnen es doch. Dann ist der Laden hier zumindest mal ein bisschen besetzt, zu 25%. Wir müssen hier noch 3 Kämpfe gewinnen. Das kann jetzt nicht so schwer sein, Leute. Kommt, macht da hier mal noch Ende, wenn es geht. Geht da noch was? Kommt da noch ein Angriff? Oh, los geht's. Ja, hier ist einer. 90 gegen... Ja, okay. Das geht jetzt zügig. Hier... Wow, was ist denn hier passiert? Ach, da gibt es überhaupt keine Front mehr, weil das jetzt an den polnischen Aufstand grenzt. Okay, ich verstehe. Na, dann kann ich hier drüben so eine 95 herausnehmen. Das spart uns auch nochmal Geld. So, nur noch minus 140.000. Das ist gut. Das ist gut. Nehmen wir ein paar Leute raus. Hier kann nichts mehr passieren. Okay. Hier greift der Brite nochmal an. Der gewinnt aber auch. Das Ding ist jetzt zu 50% besetzt. Ja, Preußen tickt schon runter. Sie gehen noch nie, sie stehen auf plus 150 und wir können keinen Friedensvertrag vorschlagen. Warum? Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Ne? Sie würden Friedensakzeptanz plus 160. Und hier steht... Guck mal! Friedensvertrag vorschlagen. Alle anderen Verhandlungsparteien Frieden auf der Grundlage unseres vorgeschlagenen Friedensvertrags. Ein Frieden... Was? Nochmal. Allen anderen Verhandlungsparteien Frieden auf der Grundlage unseres vorgeschlagenen Friedensvertrages. Einen Frieden vorschlagen, Friedensvertrag. Ja, whatever, ne? Auf jeden Fall kann man hier das vorschlagen, was wir hier oben eingestellt haben. Ne, da kann man ja Sachen einstellen. Und hier steht jetzt dabei sogar, Preußen wird diesem Friedensvertrag zustimmen, aber der Daumen zeigt nach unten, ich kann nicht draufdrücken. Das ist manchmal noch ein bisschen buggy. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich warten, bis er rausgetickt ist. Das ist ein bisschen schade. Aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, wir haben dann alles, was wir wollen. Das ist mega. Das ist mega, das gibt uns einen richtigen Boost. Und den Preußen
haut das richtig eine rein. Das ist mega gut. So, ich nehme jetzt den Verteidigungstrupp hier auch noch raus. So, weniger Minus, weniger Minus. Der Franzose hat schon wieder Aufstände. Wieso stellt sich jetzt eigentlich der Österreicher ständig auf die Seite des Franzosen, sag mal? Ein Bündnis mit Frankreich. Die machen es einem aber auch wirklich schwer. So, Preußen kapituliert. Waldeckisch-Anhalt erobern. Nordrhein erobern. Ruhr erobern. Ein Traum. Großbritannien auch raus. Krieg zu Ende. Ist ja herrlich. Ist ja herrlich. So, jetzt muss ich eine Pause machen, weil wir sind trotz hohen Steuern und allem nur mit 30.000 im Plus. Wir müssen jetzt erst alles in Ordnung bringen hier. Wir gehen jetzt erstmal hier aus den Kriegen raus. Was haben wir hier noch? Ach so, das ist die Revolution. Wollen wir das wirklich durchziehen mit 3%? Also ich bin kurz davor, das Gesetz abzubrechen, weil wir kriegen hier nur lauter schlechte Events. Und bei, okay, einen Tick warte ich jetzt noch ab, am 25. Januar. Das gucken wir uns noch an und danach breche ich es ab. So, jetzt gucken wir mal nach Waldeckisch-Anhalt rein. Unser neues Gebiet, Dienstleist, okay, wir werden es direkt inkooperieren. Okay, wir haben überhaupt keine Bürokratie. Okay, wir müssen jetzt erstmal, oh je. Okay, langsam, eins nach dem anderen. Telefone stehen bei minus 17, das heißt wir haben, okay. Dann gehen wir jetzt mal ran und werden mal gucken, wo fehlt uns Besteuerungskapazität, das können wir gleich verbinden. Punjab ist uninteressant, Hessen ist uninteressant, Sind ist uninteressant, Hessen, Hannover, Baden. Also, gehen wir mal nach Hessen, gehen in unsere Regierungsverwaltungen, 9 Stück, und stellen hier auf Telefonzentralen. Ja, das gibt uns schon mal einen Haufen Bürokratie. So, Baden war's. Da gucken wir auch mal. Das braucht aber kaum Telefone, ne? Ah, 120, plus 120.000. Wir kriegen ja die Kriegsreparationen noch, oder? Nee, die sind verschwunden. Warum haben wir die nicht gekriegt? Haben wir? Ach nee, die konnten wir nicht mehr reinnehmen, weil wir uns irgendwie verrechnet hatten. Das kostet aber kaum Telefone. Kann ich alles umstellen? 500 Telefone. Okay, das macht ein bisschen arg. Das ist ein bisschen arg hart, ne? Vor allem ein bisschen arg teuer. Hannover wollten wir noch machen. Wir gucken erstmal, ob wir damit dann schon hinkommen. Wir haben in Hannover überhaupt keine Regierungsverwaltung. Doch. Ich hätte mich jetzt auch gewundert. So. Dann könnt ihr hier erstmal Leute anstellen. Dann werden wir jetzt Waldeckisch-Anhalt inkooperieren. 24 Monate. Wir werden die Ruhr inkooperieren und wir werden den Nordrhein inkooperieren. So, dann fehlt es uns jetzt doch noch an 400. Dann gehen wir doch nach Württemberg und stellen hier mal die Regierungsverwaltungen noch um. So, und ich denke, wenn da jetzt Leute eingestellt werden, dann kriegen wir es hin. Ne? Ja, Zimmer im Plus. Passt. Sehr schön. Gut, dann stellen wir den Rest ein. Waldeckisch-Anhalt, Stadtzentrum. So, Dienstleistungen sind hier überhaupt nichts wert. Das heißt, ich gehe hier erstmal ein Stückchen zurück. Dann ist das ganze Ding nicht so teuer. Motoren sind natürlich hässlich, aber wir lassen es erstmal so. Dann haben wir 11 Motorenwerke. Die stellen wir von den Autos weg. Wie sieht es hier mit Pops aus? 140.000. Okay, das heißt, wir machen dieses ganze Handfertigungsgedöns weg. Dann können hier mal Leute angestellt werden. Möbelfabrik weg. Oh, und wir sollten die Börsennotation einstellen. Da arbeitet ja überhaupt nirgendwo irgendjemand. Die sind alle leer fast. So, weg damit. Rein mit den Leuten. Wir brauchen Leute, die Steuern zahlen. Und zwar jede Menge. Papierfabriken, Waffenfabrik. Ja, das lohnt sich hier nicht. Ein Stahlwerk. Zwei Kunsthochschulen. Achso, wir können nicht. Ah, den Tick warten wir noch ab. Dann schmeißen wir die Kunsthochschulen weg. So, das passt. Ja. Behalten wir auch. Zwei Munitionsfabriken sind nie verkehrt. Und ein Sprengstoffwerk. Das arbeitet tatsächlich mit Strom. Okay, wir haben hier auch Strom. Okay. Dann haben wir 24 Kohleminen dazu bekommen. Wir wollten eigentlich gerade 50 bauen, ne? Aber egal. Kohle ist überhaupt nichts wert.
Das bedeutet, das bleibt erstmal wie es ist. 12 Holzfäller, das ist immer gut. Wir brauchen hier aber nicht diese wilden Sachen. Da können Leute arbeiten. Wir gucken einfach mal, ob die Sachen hier voll werden. Und wenn nicht, können wir ja immer noch Pop-Sparmaßnahmen einführen. Richtig? Mechanisierte Schlachthöfe. Wahnsinn. Gucken wir später mal, ob wir das umstellen. Intensive Wollgewinnung. Krass. Wann habe ich das dazu bekommen? Ist mir gar nicht aufgefallen. Hat sich hinter der Dampfturbine versteckt wahrscheinlich. So, 15 Kasernen. Das ist ordentlich. Wir müssen auch gleich die Armee mal neu strukturieren. 11 Bausektoren. Was zur Hölle? Okay, wir haben 887 Bau jetzt. Okay, wir bauen gerade gar nichts, fällt mir auf. Da müssen wir uns dann auch mal drum kümmern. Transport passt soweit, ne? Minus 4. Gut. Das war das erste Gebiet. Jetzt haben wir noch zwei vor uns. Nämlich die Ruhr. So, hier sind die Dienstleistungen bei minus 26. Da kann ich vielleicht eins zurückschalten. Na, ich muss laufen lassen dazu, ne? Ist ein bisschen unangenehm. Naja. Wir machen ja jetzt wieder Plus. So, Stahlwerkzeuge reicht hier. Wie sieht's mit Pops aus? Oh, hier hat es kaum Pops tatsächlich in der Ruhr. Deswegen lasse ich hier die Sachen drin. Das sind viel zu viele Waffenfabriken, ey. Ich muss da ein paar wegmachen. Aber ich kann gerade nicht. Wegen dem scheiß Aufstand. Mist. Lebensmittelfabriken, Backpulver, Fleischverpackung, das ist alles okay. Kann ich sogar umstellen. Papierfabrik ist in Ordnung. Düngemittelfabrik ist auch okay. 3 Munitionsfabriken ist okay. 2 Sprengstoffwerke. Ja, er arbeitet überall mit Strom tatsächlich, der Preuße. Das hat er nicht schlecht gemacht, ne? Noch ein Porzellan. Umstellen. Noch eine Kanonengießerei. Die kommt wahrscheinlich auch weg. Und noch eine Möbelfabrik. Bin ich eigentlich auch dafür, sie wegzuschmeißen. Naja. Wir gucken erstmal. Nochmal 13 Kohleminen. Da schalten wir erstmal das Nitroglycerin aus. Machen dafür die Dampfhilfsaggregate rein. Und nochmal 10 Eisenminen. Das lasse ich so. Ja, das lasse ich so. Zack. Dann 5 Weizenfelder. Das lohnt sich. Könnte sogar auf Traktoren umstellen. Spart uns noch ein paar mehr Pops. Die können dann woanders arbeiten. So, 3 Kasernen. Ein Kraftwerk und... Huch, das wollte ich nicht. Und 2 Eisenbahnen. Transport ist mäßig teuer. Wenn ich auf die Dampfzüge zurückgehe, ist es besser. Ja. Wir müssen dann gucken, ob die Infrastruktur passt. Das müssen wir uns dann mal bei Zeit angucken. So, und dann noch der Nordrhein. Freunde, dann haben wir es geschafft. Um Gottes Willen, wir gehen erstmal auf die Markthallen, das muss reichen. Transport ist extrem teuer. Hier, das müssen wir gleich mal im Auge behalten. Das schmeiße ich weg. Wie sieht es mit Pops aus? Auch wenige. Das heißt, wir stellen hier um. Nochmal 5 Lebensmittelfabriken. Können wir umstellen. So. Nochmal 4 Waffenfabriken. Also der hat ja Waffenfabriken gehabt ohne Ende, ne? 3 Tuchfabriken. Das passt soweit auch erstmal. 2 Kanonengießereien. Da müssen auf jeden Fall ein paar weg. Das ist sicher. So, nochmal 17 Kohleminen. Was zur Hölle? Kohle ist halt wirklich... gar nichts wert. Ich mach mal das Dynamit weg. Das lohnt sich hier wahrscheinlich mehr. Nochmal 20 Eisenminen. Bitte ohne Handbohrer. Bitte ohne Dynamit, wenn es geht. Habe ich die Börsennotation hier? Nein. So. Nochmal ein paar Holzfäller. Die arbeiten sogar schon mit Strom. Finde ich gut. Da haben wir einige coole Sachen dazu gekriegt. So, Traktoren bitte. Dann ist der Laden auch gleich voll. So, nochmal 12 Bausektoren. Wahnsinn. 10 Kasernen. 3 Eisenbahnen. Transport war teuer. Strom ist teuer. Transport ist auch teuer. Ich stelle mal hier auf Stahl. Dann kriegen wir den Transport ein bisschen runter. Und das Kraftwerk hier erzeugt zu wenig Strom.
Das können wir doch umstellen auf ein Kohlekraftwerk. Dann kriegen wir mehr Strom raus. Das können wir hier schon mal nutzen. Dann passt es nämlich. Und die Motoren sind wieder sauteuer. So. So, da haben wir die nächste Blockade getroffen. Damit ist die Sache für mich eigentlich erledigt. Das schmeißen wir raus. So. Dann verschwindet auch die Revolution. Dann können wir jetzt noch ein paar Sachen abreißen. Nämlich Kunsthochschulen. Ich kann immer noch nicht. Ich kann immer noch nicht. Oder muss ich jetzt erst noch einen Wochenumschwung warten, bis dieser merkt, dass die Revolution weg ist? So, jetzt vielleicht? Ja, jetzt geht's wieder. Okay, da muss man auch einen Wochenumschwung abwarten. So, Kanonengießerei. Gut, hier hat's Pops. Das ist in Ordnung. Ich werde in der Ruhr die Kanonengießerei wegschmeißen. 6 Waffenfabriken. Dann nehme ich auch mal eine Stufe raus. Rest ist mir erstmal egal. So, und hier drüben, die schmeiße ich alle raus. So. Dann können die Leute nämlich mal in den anderen Sachen arbeiten. Dann passt das. Bloß 140.000. Wir können jetzt allmählich mal vorsichtig das hier wieder runterstellen. Das hier wieder ein Stückchen hoch. Und dann, wenn wir die Steuern... Ja, mit den Steuern müssen wir jetzt noch ein bisschen gucken. Das wird jetzt noch ein bisschen teuer. Das können wir machen, wenigstens einmal. Wir müssen uns jetzt erst entschulden, ne? Wir zahlen halt auch 20.000 Zinsen aktuell. Das ist ein bisschen heftig. Fast 100.000 Subventionen. Da werden Kraftwerke subventioniert noch. Das will ich aber auch nicht. Nehme ich raus. Komplett. So. Oh je, hier kommt wieder... Oh je, wieder jede Menge Koloniegedöns. Die habe ich letztes Mal schon alle vorgelesen. Verzeiht mir, wenn ich sie jetzt nicht nochmal alle vorlese. Das sind nämlich immer die gleichen Events, die da kommen. Immer die gleichen Events beim Kolonisieren. So, jetzt sieht doch Waldeck schon mal deutlich besser aus. Als nächstes nehmen wir uns Anhalt noch, um... Die haben auch keinerlei Diplomatie-Gedöns. Die können wir einfach noch mit reinnehmen. Wir müssen nur gucken, dass das hier runtergeht. Erstmal wieder ein bisschen, dass der Brite... Okay, beim Briten sind wir fast wieder auf plus 50. Dann soll es das für heute gewesen sein. Das Geld wird jetzt deutlich hochgehen, wenn wir anfangen, die Dinger hier zu inkorporieren und die anfangen, Steuern zu bezahlen. Dann geht auch das Geld wieder hoch. Ich werde als letzte Amtshandlung jetzt noch meine Armee schnell frisch sortieren. Nee, das ist mir zu aufwendig jetzt. Jetzt haben wir hier lauter 70er-Truppen. Das will ich eigentlich nicht. Die schicke ich jetzt runter in die Hohenzollern-Truppe. Komm, das machen wir noch schnell. Hier, weil Hohenzollern gibt es ja nicht mehr. Dann gucken wir mal. 26 und 12 sind 38. Das heißt, ich kann hier mal 3 rüberschicken. Dann sind es aber immer noch 76. So, jetzt müsste ich noch 16 Stück loswerden. 2 Lanzenreiter. 6 Kanonen. So, jetzt sind es noch... So, jetzt braucht der da drüben aber auf jeden Fall... Ja, genau. Und jetzt noch 8-mal Infanterie. Das müsste doch dann eigentlich passen, oder? Ja, das geht genau auf. Gut gerechnet. Abflug. So. Und bei dem anderen 77er-Trupp mache ich das auch noch. Huch, jetzt blicke ich nicht. Achso, die 19 laufen, genau. Das war der 10er-Trupp hier. Da müssen wir es jetzt genauso machen. Der hat sogar noch 3 Schrapnell-Artillerie. Die braucht ja wirklich niemand. Die kommt mal rüber, die können wir dann in der anderen Armee upgraden. Das passt schon. Dann schicken wir noch neben der 3 Schrapnell-Artillerie noch 5 Dragoner rüber. Und dann noch 9-mal Grabeninfanterie. So. Das müsste dann eigentlich passen für alle. Sehr gut. Muss meine Armee, kann ich das sehen? Ja, die müssten doch jetzt alle zu diesem anderen Trupp hier gehen. Genau, der hat jetzt 46 Leute, braucht noch einen General. Hier so einen Waldkampfexperten, das ist nie verkehrt. Und dann werde ich die Schrapnell noch upgraden. So, dann ist die Armee auch sortiert. Das heißt, wir haben damit jetzt 346 Bataillone und 300 Einberufbare. Und wir gehen auf die 100 Flotten zu. Das heißt, armeetechnisch stehen wir wirklich gut da. Wir gehen jetzt auf 200 Millionen BIP zu. Da könnten wir nochmal reingucken. Oh ja, wir sind nur noch 10 Millionen hinterm Briten. Wir sind nur noch 10 Millionen hinterm Briten.
Ansonsten, wir machen jetzt schon wieder 100.000. Ich sag ja, das geht jetzt immer schneller. Ich stelle die Steuern noch eins runter. Das heißt, wir sind jetzt wieder im Normalbetrieb, sind ganz leicht im Plus. Und mit der Inkorporierung hier in den nächsten anderthalb Jahren gehen wir auch ordentlich ins Plus dann. Bin ich mir ziemlich sicher. Und dann müssen wir wieder anfangen zu bauen. Der Investitionsfonds ist voll. Wir können uns das leisten. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. War ein sehr erfolgreicher Krieg. Endlich haben wir es geschafft. Endlich haben wir ihn gekriegt. Er hat immer noch seinen Oh, er hat den Polenaufstand verloren. Die Polen haben sich auch losgesagt. Guckt euch das an. Der Preuße ist komplett zerstört. Das ist natürlich mega. Weil Polen hat jetzt diplomatietechnisch keine, das können wir einfach einnehmen. Marineinvasion und Abfahrt, ne? Ja, die haben nur 17 Bataillone. Oh, nice. Und der Preuße hat halt gar nichts mehr. Seine 70 Leute, seine 12 Millionen BIP, der ist einfach zerlegt, ne? Hängt er immer noch im französischen Markt? Ja, er ist immer noch in der Zollunion mit Frankreich. Hat immer noch einen Verteidigungspakt mit Frankreich. Das heißt, wir werden den ganzen Spaß noch einmal treiben müssen. Aber soweit stehen wir jetzt erstmal gut da. Gefällt mir. War jetzt eine etwas längere Folge. Wenn ich jetzt in die Nationsgründung für Deutschland gucke, dann haben wir da jetzt einiges eingesammelt. Von Anhalt haben wir nur einen Teil. Da müssen wir noch das kleine Stück Anhalt einnehmen. Dann haben wir das auch vollständig. Hier unten sehen wir jetzt Schlesien, Posen und Westpreußen. Ist in polnischer Hand. Die werden wir als nächstes einnehmen. Das dürfte recht einfach gehen. Und dann den Rest von Preußen. Westfalen haben wir auch nur einen Teil, weil da fehlt auch noch Schaumburg-Lippe. Aber das kriegen wir hin. Da mache ich mir keine Gedanken. Das sieht jetzt sehr gut aus. Gefreut mich, dass das so geklappt hat, auch wenn es teuer war. Aber da mussten wir jetzt einmal durch. Und dann gucken wir in der nächsten Folge, wo wir weitermachen. Vorschläge immer her, was wir als nächstes tun. Wir sind jetzt halt natürlich ultra berüchtigt. Aber allmählich sind wir in einem Zustand, da können wir uns das auch leisten, weil wir schon richtig stark sind. Genau. Und dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.